euch der Sprung hier. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Verdammt, wer hat mich denn jetzt gesehen? Fahrer müssen besiegt werden. Also ich will dieses Ziel eigentlich in dieser Folge noch ausschalten. Aber wenn das so weitergeht. Ich glaube, das war ein Kreuzfahrer, den hätte ich noch erledigen wollen. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Gepriesen sei Salah al-Din! Er hat die Kraft gefunden. Alter! Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Oh, eine Flagge. Die muss jetzt einfach... Boah, Alter, was machst denn du? Bist du Assassine oder bist du dumm? Verflucht ihn. Was mag er haben? Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. So. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leids. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Alter, Alter, Alter. Otto Kabel, Makan. Versuch mal bei hier. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Eine einzelne Wache ist keine da drüben. Unser Ziel ist immer noch da. Ich hol mir deinen Kopf. Dann machen wir jetzt einfach mal die Männer hier aus dem weg. Gepriesen sei. Kimme wo ihr nehmt es Jürgen. Ja. 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 Da geht's rein. Sag mir das doch direkt. Oh, das sieht nicht gut aus. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen Hilfe. Wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, Helft damit mir. Sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Nein, kannst du das nicht vorher sagen? Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht.
Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ich hätte gerne ein Taschentuch. Ja, da ist er. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das wird euch eine Lehre sein. Wie einfach. Bin ich denn wieder? Deine Gürsen sind der Gegner. Aber gewinnen wirst du nicht. Gleich wird er fliehen, fürchte ich. Na komm. Wie einfach. Wird Zeit, dass wir mal wieder einen erledigen. Jetzt taugen nicht mehr. Was ist los mit euch? Nein, nein, nein. Und der letzte. Mal schauen, wo wir wieder auftauchen. Ich hoffe, mitten im Hinterhalt. Hoffe ich. Ja. Immerhin. Wir müssen nicht die ganze Diskussion nochmal führen. Du gehörst mir. Das ist euch eine Lehre. Erledigt ihn. Seni gözün kapalı bile yenerim. Diesmal geht es besser. Ich tauge nicht mehr. Was ist los mit euch? Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Jetzt hat er Angst. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich will dich einfach gehen. Lasst mich! Ich hole mir damit auf, wenn ich den Kopf knien kann! Weg! Du musst hier jetzt nicht was machen! Hilfe! Na komm, lauf! Ich krieg dich! Wir beschützen euch, Freunde! Weg! Geht doch. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht. Ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein.
Ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, hm? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. So, jetzt müssen wir uns mal fallen, um zurückzukommen. Komm hierher zurück! Ihr hättet euch nicht einmischen sollen! Du misch dich ein? Wo müssen wir überhaupt hin? Da unten links. Ja, da war wieder ein Verwandter oder so. So ein komischer Kauz. Du wirst dich nicht einmischen! Fass ihn! Ja, du hast die gleichen idiotischen Sprungfeder wie ich. Sehr gut. Bleib stehen! Ihr könnt nicht erfahren, wie heute. Nein, ausnahmsweise sollst du mal runter. Alter. Du kannst nicht davonlaufen! Schick ihn in den Kopf, in dem! Hatschmutzner ist in Wärme! Ja, schön, schön, schön. Das stimmt ja nicht mit ihm. Ah, da drüben ist ein bisschen verstecken, das ist schön, das suche ich. So, und weg. Wo müssen wir hin? Ich glaube da drüben. Ah, das sind wir direkt in der Nähe. Ich gebe auf. Er ist weg. So. Nein, ich will da runter. Alter, Steuerung. Alter ihr, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, hier noch einmal aufstehen. Und beendet. Damit haben wir auch dieses Kapitel beendet. Uns fehlt jetzt wohl noch ein kleines Erinnerungsstückchen, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Die Folge hat jetzt auch ein bisschen Überlänge bekommen, aber das ist jetzt auch mal egal. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Da können wir nicht interagieren. Er geht sowieso woanders hin. Dann gehen wir eben schnell ins Bett. Ich will... Also was zum... Jemand war hier drin. Oh, ich habe frische Kleidung. Sieht aus wie ein Zugangscode. Okay, hier ist nichts. Vielleicht
vielleicht werde ich jetzt auch einfach die Folge hier noch ein bisschen rumlaufen, bis wir uns wieder hinlegen können. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Fortsetzen können wir nicht, wir können mal verlassen. Ich möchte mich nämlich jetzt noch mal kurz fix hier umschauen. Dann können wir mal gucken, was sonst noch so ist. Immerhin ist das Büro sauber und ordentlich. Das ist doch schon mal was. Ja, das Passwort kennen wir nicht. Schade. Mal umgeschaut. Was ist da? Hier ist nichts. Ich frage mich, ob da jemand auf unserer Seite hier irgendwo ist. Offensichtlich können wir aber trotzdem nichts machen. Immerhin kennen wir jetzt den Zugangscode und laufen jetzt einmal quer über die Bänder durch. Das ist auch schön. Gut, unter den Bedingungen legen wir uns hin, erfreuen uns der Nacht und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und entschuldige mich für die Überlänge. Raus aus dem Bett, es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. So. Jetzt ist tatsächlich doch noch genug zusammen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich mache doch einfach zwei Folgen aus, weil wer will schon 50 Minuten Assassin's Creed am Stück schauen. Und bedanke mich dafür, dass ihr zuschaut. Ihr seht, ich bin absolut konsequent, was daran geht, wie und was ich schneiden möchte. Dementsprechend sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.